Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns im mysteriösen Osten. Ich muss mal gucken, wo hier die Schnauze ist. Habe ich ja gesagt. Wo ist sie denn? Oh, hier ist sie ganz nah. Ich höre sie. Ist sie unter mir? Ich glaube eher über mir. Rechts von mir. Da hinten? Ist sie hier im Bambus? Direkt vor meiner Nase natürlich. Na klar. Das war nicht das Pfeffern. Nee, das war schon richtig. Gepfeffert. Juhu. Was das Schöne für mich immer auch so ein bisschen ist, ist, dass sie nicht runterfallen, dass ich selber immer nicht mal genau weiß mehr, was ich immer an Geheimnissen, Erinnerungen und so gefunden habe. So als würde ich es eigentlich alles zum ersten Mal spielen. So, ich weiß es manchmal immer gar nicht mehr. Das ist echt schön. So überraschend irgendwie. Weil man dann doch vielleicht ja auch immer mal einen anderen Blick hat als beim ersten Mal spielen. Und das ist ja meistens so bei etwas größeren Spielen, wo viele Geheimnisse auch sind. Wie sieht's denn überhaupt aus mit Waffen und so? Können wir nicht schon mittlerweile wieder... Ja, wir können die T-Kanone pimpen. Ja, machen wir mal. Warum nicht? Zack, Level 3 ist das Monstervieh jetzt. Jetzt hat das Ding noch mehr Schaden. Nicht schlecht. Steckenpferd wäre dann so vielleicht die nächste Sache. Kapitel 3. Es geht nicht nur um dich, Alice. Sieh nur all die Zerstörung rings um dich. Bedenke ihre Ursache. Dann schließ dich mir an. Raupe. Ich hoffe, wir finden auch noch bald die vierte Rose. Wobei, da geht ja dann wieder schon ein halber oder ganzer Part drauf. Mit den Hasenheinis. Und den Tekern und allem, was da so rumschwirrt. Möchte ich da schon hochgehen oder verpasse ich hier wieder so einen Stein? Ich muss sagen, in diesem Level ist es besonders schwer für mich zu erkennen, was wichtig ist und was nicht, und vor allem auch diese kleinen Machtgeschichten, wie gesagt. Ja, ich denke, es ist okay, wenn ich jetzt gehe. Ich mach's einfach mal. Über Leichen, die Tür geht hinter mir zu. Oha, oh oh. Oh Gott, die beten hier alle, die sind am Trauern. Sie, die Auserwählte? Die Rettung? Es ist alles. Die Große, die Mächtige, die Mutige, die Vollkühne, die Wahnsinnige, die Ungestüme. Unsere Wohltäterin. Ja, Moment, ich guck mich sofort um. Hier gibt's aber auch wieder was zum Reingehen. Will ich nicht verpassen. Was ist denn jetzt aufgegangen? Hier? Kann ich da runter? Ja, das ist... da ist irgendwas passiert. Sprich mit dem Ältesten! Das musst du wirklich. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Ich glaube da... Nee, da will ich noch nicht lang. Ich will das Geheimnis hier erforschen. Und was ist das hier? Huch! Oh, eine Schweineschnauze auch noch. Na, sowas, was man hier... Ich sage, es ist etwas schwierig in diesem Level, weil man so viel übersehen kann. Ich muss mich also ganz aufmerksam hier umschauen. Ist aber, wie gesagt, auch mal wieder eine schöne Abwechslung. So, Schweineschnäuzchen, ich höre dich doch schon. Bist du hier an den Brüsten? Oder wo steckst du? Immer rechts, immer links. Wo denn nun? Über mir? Ich höre sie so nah. Kann ich da hin? Bin ich blind? Hier ist sie besonders nah, aber ich sehe sie einfach nicht. Bestimmt im Bambus wieder.
Wo bist du? Hä? Die muss irgendwo hier sein. Ich finde sie gerade noch nicht. Die ist so nah. Ist sie da hinten irgendwo? Ist sie unten? Ich wollte einfach nur mal probieren, ob die doch irgendwie da unten ist. Ist doch bescheuert, oder? Ich finde sie einfach nicht. Vielleicht ist sie auch da hinten, wo diese Fontäne ist. Und ich krieg sie erst dann oder so. Einfach mal auf ihre Brüste zielen. Ich bin verwirrt. Ich finde sie gerade nicht. Ich hatte aber ja noch was anderes hier vor. Vielleicht kriege ich ja auch nur dadurch die Schnauze. Es kann natürlich auch sein, dass das hier der Trick 17 für die Schnauze ist. So. Und jetzt lasse ich mich hochfahren. Ach so, nee. Hier war nur eine Erinnerung. Wir behalten nur eine der Lampen, Alice. Als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben. Und nur bis du 12 wirst. Ich weiß nicht, was an dieser Statue wichtig ist, aber sie wird angebetet. Oh. Huch. Auch interessant, was ich hier so um die Ecke finde. Tja, ich kann nicht aufmerksam genug sein. Nur die Schnauze habe ich gerade echt nicht gefunden. Oder finde sie immer noch nicht und es ärgert mich. Sowas mag ich nicht. Wer mag sowas schon? Da hört man was und findet's nicht. Kann doch nicht sein. Also ich befürchte, sie ist irgendwie da hinter dem Felsen. Und deswegen sehe ich sie gerade nicht. Oder kann ich hier durch die Plattform? Kann ich das kaputt machen? Das habe ich natürlich auch noch nicht probiert. Sie ist unsichtbar. Leck mich. Sie ist unsichtbar. Warum probiere ich das nicht gleich aus? Natürlich. Wir hatten ja auch schon eine Schnauze, die unsichtbar ist. Kein Wunder, dass ich sie nicht finde. Na endlich. Gott sei Dank. Okay, das hätte mich sonst echt gefuchst jetzt. Bringst du mich rüber? Nein, bringst mich nicht rüber. Wie freundlich. Ich soll da aber auch lang. Alles klar, mache ich. Gegner. Rätsel. Rätseltime. Im Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Hm. Also, ich soll wieder die Dinger finden, ne? So wie bei den Austern. Das ist doch aber schon einer, oder? Yep. Es wäre schön, wenn ich da nicht 1000 Kämpfe jetzt wieder machen müsste, aber ich meine, oh Gott, es ist ein Spiel, ne? Man muss auch was dafür tun, für das, was man da bekommt. Aber es ist auch schön, wenn es einfach mal aus Nettigkeit einem gegeben wird. Oh, schön hier. Nicht schön.
okay, ich werde angegriffen, obwohl ich niemandem was getan habe. Was mache ich jetzt? Ich habe Angst, hier ins Wasser zu gehen. Kann ich hier ins Wasser? Oh, ich kann ins Wasser. Ja, man weiß ja nie. Wenn sie runterfällt und ins Wasser fällt, dann stirbt sie auch immer. Voll toll mit dem Wasser. Schön. Kann ich dahinter? Hinter den Wasserfall? Plitschi platschi? Nein. Na gut. Ach so, der geht ja runter, dann stimmt. Ich dachte, ich soll den sprengen, damit ich hoch kann. Ich dachte, der transportiert mich noch weiter nach oben. Nicht aufgepasst. Alice, du... Das, kann ich gleich nochmal machen. Oder auch nicht. Geschafft. Sehr gut. Dachte ich, schaff's nicht. War da gerade eine Erinnerung? Och nö. Jetzt will ich das wissen. Da war irgendwas geleuchtet, aber ich kann mich auch geirrt haben. Achso, das war nur der Schein des Wassers. Okay, weil wenn das so einmal kurz aufblitzt in der Ecke, kann es ja doch auch immer eine Erinnerung sein. Na gut. Der Wasserfall. Oh, wie schön. So klares Wasser und so. Toll. Ja, war's das? Nö. Da komme ich doch her, oder nicht? Ist hier auf... was? Nee. Da oben? Da war ich doch jetzt auch gerade, oder nicht? Hä? Da und da und... Kann man hier oben noch irgendwo hin? Ja, habe ich doch schon gemacht. Zurück kann ich nicht mehr. Die Plattform ist nicht mehr da. Dachte schon, ich muss zurücklaufen. Da in der Ecke war ich noch nicht. Ach, da war ich noch nicht, deswegen. Jetzt habe ich aber, glaube ich, alle. Okay. Ja. So ein Schiebeding wieder. Kriege ich das mit meinem Gamepad hin oder soll ich da wieder den anderen nehmen? Der soll dahin und... Ja, der eigentlich dahin und... Kann ich eigentlich schon wieder nochmal machen? Okay. Dann muss der... eigentlich runter. Ja, ich... Der wählt die aber auch nie an hier, ne? Das ist immer so. Dann eben so. Damit der in die Ecke schummern kann. So. Tada! Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Gott sei Dank ist das nicht so ein Wimmelbildschieberätsel, was irgendwie 20 Minuten dauert, bis man es überhaupt hinkriegt. Sondern so irgendwie ein nettes Gimmick zwischendurch, wo man auch noch Lust hat, das irgendwie nochmal zu machen. Gut, es ist natürlich sehr einfach, ist mir klar, aber es wäre sonst, glaube ich, auch irgendwie so anstrengend. Oh, wenn die Kamera sich verschiebt, ist schön. Dann falle ich so schnell runter. Nein, 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 doch, 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 doch. Okay, 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 okay. So.
ganz vorsichtig, abwartend, so gut ich kann, denn ich bin sehr ungeduldig bei sowas, springe mal drauf los. Ich möchte den Zahn. Ja, ich weiß, ich werde sterben, aber ich habe den Zahn. Für einen Zahn gebe ich doch gerne mein Leben. Jetzt. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Okay, aber 52 Zähne. 52 Zähne. Ich hab sie schon mal alle. Ach ja. Schön. Aber wie toll wäre das, auch wenn man so fliegen könnte. Das wäre toll. Was finde ich besser, wenn die... Kein Kommentar. Was finde ich besser, wenn die Steine wegfliegen oder wenn sie zu einem kommen? Ich weiß nicht. Manchmal irritiert es mich mehr, wenn sie auf mich zufliegen, als wenn sie weggehen. Dann kann ich die Entfernung besser abschätzen. Mann! Flieg doch wenigstens wieder zurück in diesen Luftstrom, damit ich nochmal den Halt krieg. Aber so ist es halt... So, ich konzentriere mich. Und bleibe stehen. Hopse, einmal bleibe stehen. Und dann geht der nämlich darüber, ne? Ja. Man muss eigentlich nur abwarten. Ich habe einfach nur keine Geduld manchmal. Das ist so. Wenn ich ein bisschen mehr Geduld habe, nicht so schnell bin, ist es wahrscheinlich noch so eine Angewohnheit von Super Mario World die oder so. Die wilden Wespen belagern und sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Heim zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Warum sind die Heuschrecken eigentlich aus Papier? Habe ich da eine Erinnerung übersehen? Überhört er? Keine Ahnung. Ah, wie cool. Yeah. Ach ja, so asiatisch und so finde ich schon geil. Interagieren. Oh, da wird was Tolles auf uns zukommen. Bevor ich das mache, gucke ich aber, dass ich hier nichts übersehe. Weil ich werde hier nicht nochmal zurückkommen in den Raum, glaube ich. Ich glaube, ich kann hier aber auch nichts machen. Total toll, freut euch. Ich werde es euch zeigen. Halte dich von kolossalem Verfall fern, um nicht von ihm geschnappt zu werden. Wieder ein kleines Minispiel. Alice kann sich wie sonst bewegen, springen, schrumpfen und auch schweben. Bewege dich vorsichtig, um den Gefahren zu entgehen. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Ja, willkommen im nächsten Minispiel. Finde ich sehr schön. Hops, wir wollen natürlich nicht getroffen werden vom Feuerball, der meistens von zwei Seiten feuert, was sehr gemein ist. Genau. Oh, ich dachte, auf dem Ast kann ich landen, kann ich aber nicht. Okay. Ich möchte nochmal hier rüber, weil ich hier in diese Höhle kann, genau. Und schön etwas mehr Zähne sammeln. Als es vielleicht erstmal den Anschein macht.
Nein. Irgendwie ist sie da an die Kante geglitscht. So, lauf mal schnell. Und schnell rüber. Und das ist jetzt nicht so einfach. Oder doch noch? Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich hier mich runterfallen lassen soll. Ob da unten was ist. Ich sehe es halt gerade nicht. Aber da kann man bestimmt nur runterstürzen, ne? Wie schaffe ich es hier rüber, frage ich mich. Ohne Hilfe. Die Musik ist so geil. Ich schaff's nicht an diese Kante. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt jemals schon geschafft habe. Das ist schon... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich muss halt hoch genug eigentlich sein, um das überhaupt zu schaffen. Ah! Ja, super. Hab's sogar mal geschafft. Yay! Jetzt gehen wir wieder nach links. Und mir gehört ein Pfirsich. Und dafür bekomme ich Zähne oder so. Dann gehe ich wieder zurück. Gehst du wieder zurück? Achso, ich muss mich klein machen, sorry. Habe ich jetzt verpeilt. Ich finde, das ist so putzig und so süß gemacht. Ich mag das auch gerne, so diesen Stil. Und hier will ich nochmal nach links. Oh, da muss ich aber hoch. Komm. Ich schaffe den Sprung nicht. Komm, geh an die Ecke. Ach. Ah, sie schafft den Sprung nicht. Komm hoch. Komm. Nee, ich bin nicht hoch genug. Nee. Ich krieg den Sprung nicht hin. Ich glaube, ich werde auf diesen Pfirsich verzichten müssen. Ich schaff's nicht. So. Ist hier noch was? Nö, ich glaube nicht. Ich lasse mich bewusst hier zur rechten Seite fallen, weil ich wissen will, was da noch ist. Ah, der Part geht so lang gerade. Sorry, auch dafür. So, das war noch ein Pfirsich. Ist schön. Ist jetzt hier der Tod oder... Ja, das war mein Tod. Schön. Na... Ah, und jetzt kann ich darüber springen, okay. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe nichts großartig übersehen. Naja. Die Steuerung ist gerade ein bisschen quälend. Wir ziehen an einer Kette. Und gehen hinaus. Und verlassen dieses kleine Minispiel, in diesem Falle ein Bild, in dem wir jetzt waren. Was ich sehr cool finde, die Idee,
in ein Gemälde einzutauchen und da interagieren zu können. Ja, das war's in diesem Part mit Alice Madness Returns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, zuschaut und es euch noch weiter gefällt. Da freue ich mich. Wir sehen und hören und schauen uns. Bis dann!